Hallo du. Du und du natürlich auch. Herzlich willkommen bei Dinkum, hier bei uns im Outback. Ja. Es regnet. Ja, das stimmt, es regnet. Weißt du was, Schatz? Wir können einen neuen Laden aufstellen. Echt? Ja. Cool. Und zwar Mavens. Ja, wer? Entschuldigung. Na, der... Oh, okay. Hier sind alle ein bisschen erkältet. Das sind wir. Also verzeiht uns zwischendurch ein Huster oder so. Oder ein Schnupfer. Hier. Achso, ich muss mir da mal... Oh, ich will immer mit eh jemanden ansprechen. Oh je, Mini. Also, um auf Melvin zurückzukommen, das ist doch der Mann, der hier Furniture-Shop. Du meinst bestimmt Furniture. Ja. Ach, du weißt. Also Möbels. Genau, der Möbelmensch. Der Möbelshop. Wo soll der hin? Weiß nicht, such mal einen schönen Platz. Ich soll einen schönen Platz suchen? Ja, such mal einen schönen Platz. Ja. Genau hier. Was? Genau hier? Genau hier irgendwo. Okay, mal gucken, wie groß das Ding ist. 7,80 Meter. Oh, passt. Oh, könnte. Komm, wir schieben es ein bisschen hier hinten in die Ecke rein. Oder so. Oder hier neben Dings. Weiß nicht. Ich bin bereit für Erdarbeiten. Du bist bereit für Erdarbeiten. Falls nötig. Falls nötig. Okay, ich stell's einfach jetzt hier so hin. Yes. Ach so. Das passt ja wie gewollt. Wie gewollt? Passt ja wie gewollt. Wie gewollt? Brauchen wir denn schönes? Dinge. Gummwood, Palmwood, Nägel und. Naja, diese. Das. Zinnplatten. Die Zinnplatten? Zinnplatten. 18, 18, 16, 3. 18, 18, 16, 3. Genau. 18, 18, 16, 3. Merkt ist euch das? Das ist die Telefonnummer vom Pentagon. Welches Pentagon? Na, das Verteidigungsministerium der USA, so. Ich dachte von Johns Laden. Oder so. So. Oh, mein Briefkasten hat wohl eine Nachricht. 18 mal Gumwood. Ich habe ein Geschenk von John. Ein Pink Seat? Seat, nicht ein Auto? Ja. Ach, das hat einen Sessel. Hallo Fliege. Was sag ich bloß mit diesen ganzen Möbeln hin? Du brauchst ja allein schon eine Truhe für die ganzen Kisten hier. Irgendwas winkt mir hier zu. Ach, hast du auch eine Nachricht? Ich glaube, ich habe irgendwas weggeschickt. Ah. Den kriege ich hier, den Käfig. Den Käfig. Ich brauche noch Palme. Brauchst du noch Palme? Ich brauche noch Palmeholz. Palme. Palmeholz, ja. Palme. Muss Palme. Man... Palme. Palme. Das ist Känguru. Das wird dann so nicht reinhüppeln. Das sagst du. Ich
denke mal, also du schießt es dahin. Mhm, ja. Da bin ich ja mal gespannt, ob es dahin hüppelt. Ich auch. Es sieht eher so aus, so nach Motto, ich hänge hier fest und komme nicht mehr raus. Ja. So, wollte mal zu unseren Hühners gucken. Ja. Sag Gott. Schwuppdiwupp. Nein, nicht die Kiste abbauen. Wann? Wann? Hä? Was? Was denn? Du hast irgendwas gekauft oder gespendet. Hier steht auch Spende 300, 3000 Dink. Hä? Ach egal, es ist bestimmt wieder irgendwas anderes. Hm. Palme. Palme. Palmeholz. Palmeholz. Palme mit Holz. Palmeholz. Haben wir nicht noch Palmenholz in der Kiste bei uns? Stimmt. Dann kriege ich hier keine Samen raus. Was war's? Ach so, nee, doch nicht. Komisch. Sehr komisch. Sehr komisch. Was für ein Wetter. Auf jeden Fall. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Seid ihr noch nicht reif, oder was? Wer ist noch nicht reif? Die Palmen. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Hinter dem Johnsladen. Also meinst du wegen Kokosnüsse, oder wie? Einfach wegen Palme. Einfach wegen Palme. Einfach wegen Palme. Hm. Ich glaube, die machen nur Kokosnüsse. Ach so. Nur so. Nur so? Hm. Hallo Frosch. Plupp. Ich glaube, die Zwiebeln sind reif. Ja, cool. Lass uns Onion-Ringe machen. Onion-Ringe? Onion-Ringe. Wieso kriege ich jetzt Hunger? Wegen Onion-Ringen? Ist aber nur so eine Idee. Nur so eine Idee. Ich glaube, der Weizen ist auch reif. Und, Wassermelone. Und Wassermelone. Und Wassermelone. Hallo, gibst du mal die Wassermelone hier jetzt auf, Mädchen? Gib mir Stein. Ich dachte Melone. Palme. So, warte mal. Upsala. Hä? Konnte man... Was? Konnte man die Kiste da... Jetzt. Ah, nee, so. So. So und so. Und... Siehst du, das Känguru guckt schon ganz interessiert die Falle an. Bist du dir das sicher? Ja. Ich weiß ja nicht. Also bei mir guckt es eher die Wand an, also die Mauer. Das
hängt da wirklich irgendwie fest. Vielleicht kann man das ja hinschützen. Los. Los. Los, da kältest dich sonst dann noch im Wasser. Die Bauarbeiten beginnen morgen. Das ist gut. Will ich nur mal sagen. Ich versuche das Känguru zu retten. Rette das Känguru. Machen wir das mal so. Hallo. Hallo, gibst du mal die Pfanne hier jetzt auf. Hüsa. So. Hallo? Hallo. Hallo. Guck mal, Schatz, ich hab es. Was? Was, Känguru? Hast du? Wo soll's denn hin? Na, nach Känguruhausen. Meinst du, wir können da so ein Hai auch reintun? Ewig? Hm? Wer weiß. Muss mal Maus testen, ob da so ein... So ein Hai reinpasst. Wusch. Tschüss, Känguru. Was bei dem Gewitter eine gute Idee ist? Ich weiß es nicht. Naja. Wird schon irgendwo ankommen. Nein, dann kommt. Dann kommt Känguru-Steak irgendwo an. Wieso? Jetzt habe ich den Zaun mal wieder abgehoben. Abgehoben, genau. Genau. Wir müssen uns schützen vor wilden Kängurus. Und Haien. Und wilde Haie. Und wilde Haie, genau. Die kommen immer. Und wollen die Kängurus. Genau. Ich selle Guts. Was für Guts? Na, ich verkaufe Sachen. Ach so, ja. Nehm ich. Nimmst du? Hi. Was soll ich denn da spenden? Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht in der Dings? Bei Omi? Aber da habe ich doch gerade 30.000 gespendet. Nee, doch 30.000. Hat nicht... Vielleicht sollst du... Ich soll bestimmt nochmal... kaufen! Das ist ein Wald kaputt hier bei mir. Die Spitzhacke. Ich kaufe mal eine Basic-Spitzhacke. Eine Basic-Spitzhacke? Ja, ungefähr. Und? Ja, gut. Ja. Kaufe ich noch eine Axt? Was kostet die Welt? Dinge? Und ich kaufe noch ein Dingsbumsnetz. Ein Dingsbumsnetz? Genau, so, jetzt habe ich das erfüllt. Das ist gut. Oh Mann, dieser Husten nervt. Der geht den ganzen Kram mal in die Bastelkiste. Mach das mal. Achso, ich wollte noch gucken wegen der Spinne, die ich gefangen habe, ob wir die... Ob wir die? Donaten können. Das weiß ich nicht. Ich brauche einen Hustenbonbon. Dann gönn dir. Mache. Was? Spitzhacke? Ja. Spitzhacke. Kupfer? Kupfer? Einfach nur zwei Kupfer. Das ist schlecht. Einfach nur zwei Kupfer? Also, verarbeitetes. Achso. Ich gehe noch ein paar Zwiebeln in die Erde stecken. Mach das. Gib alles. Das ist so anstrengend, mein Schatz. So anstrengend. Das glaube ich.
das alles in die Löcher da zu stecken, weißt du? Erst muss ich hier Löcher buddeln und dann muss ich da die Zwiebeln reinschubsen. Dann muss ich sie wieder umbuddeln. Soll noch Bananen sammeln. Bananen? Also ich habe noch keine Banane gesehen. Die Bananenbäume sehen hier alle sehr unreif aus. Das stimmt wohl. Oder da die kann ich, da kann ich dir nicht widersprechen. Ja. Unsere Bananen haben auch keine Früchte. Was sollst du sagen? Sollen auch wilde Seeds pflanzen. Aber ich glaube, da gehören Dings nicht dazu, ne? Diese Leimfrüchte. Das weiß ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kannst du es ja versuchen. Mache ich gerade. Hallo, Muschel? Heb doch die Muschel auf. Heb die Muschel auf. Heb die Muschel auf. Ja. Oder liegt ein Krokodil im Wasser? Wo? Na, im Wasser. Ich hoffe nicht bei mir. Weiß nicht, wo du bist. Ja, bei uns hinterm Haus. Nee, da nicht. So. Was kann ich donnaten? Kann ich das donnaten? Ansonsten muss ich es verscherbeln. Haben wir eigentlich jemals schon mal einen Frosch verschickt? Was? Ein was? Ein Frosch? Nö. Müssen wir mal, wenn die Pfeile wiederkommt, mal gucken, ob das geht. Nö. Was, nö? Das können wir nicht verschicken. Ein Fröschchen? Nee, die Spinne, die ich gefangen habe. Achso, ich dachte Fröschchen. Die können wir nicht. Dann kaufst du Spinnen? Bestimmt, ja. Ja, tut er. Na klar. Bin ich das auch losgeworden? Die Spinne? Jo. Gott sei Dank. Sind denn nochmal wilde Seeds? Bäume? Ach, das sind Blumen, glaube ich, ne? Nee, sowas wie Rasen und so ein Kram, glaube ich. Das kann sein, ja. Warte mal, muss ich einmal hier. Oder einmal. Die Todesaxt raus. Die Todesaxt? Du kommst ja auf Ideen, mein Schatz. Noch so eine Spinne. Eine Spinne ohne Gewinde. Der war gut, oder? Ja, also es ist quasi. ist quasi. Richtig. Also was von. Aber nicht viel schon. Ich habe gedacht, ich kriege ein bisschen mehr. Auch noch Bananen. Banana. Ach, da sind Bananen. Ja, gut. Hast du welche gefunden? Ja, zwei. Die reichen aber nicht. Das ist ja doof. Wie viele brauchst du denn? 6. 6. 6. 6. 6. Oh, Schatzi, die Zeit ist um. Schon wieder? Wir haben doch gerade erst angefangen. Jetzt 20 Minuten. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, durchaus, ja. Und wenn es euch gefallen hat, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ja.
Oh. Und bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.